die Kirche. Ja, Jesus hauchte die Apostel an, gab ihnen die Macht, Sünden zu vergeben, die Sakramente auszuführen, weiterzugeben. Aber er sagte, solange ihr es tut, solange werde ich mit euch sein. Ja, jetzt sagt er, oh, bei uns ist, da ist immer noch eine Messe. Ich meine einfach vielleicht, ja, ich kann natürlich die Trientinische Messe, aber es ist so schade, wenn ihr mal mein Messopfer könntet miterleben. Oder unseres von meinen Bischöfen und Priestern, würde einen gewaltigen Unterschied erkennen. Und was ist da der Unterschied? Liebe zu Gott. Wie willst du eine Barmherzigkeit haben, wenn du keine Liebe hast? Und wie muss ich die Liebe haben? Du musst auch mit ihm reden. Du musst mit ihm eine dich ihm bekannt machen. Mit ihm reden, wie mit deinem Freund, einer Freundin, muss mit ihm reden. Herzensgebetchen, Rosenkranz ist natürlich sehr gut, aber das schafft nicht jeder in der heutigen Zeit. Aber man soll immerhin noch versuchen, ein paar Mal, soweit es geht, dass man dabei sein kann. Aber was ich anempfehlen will, ist Stoßgebetchen. Jeder sucht vielleicht einmal selber ihren, was er sagen will, immer wiederholen. Das Einfachste ist, Jesus, ich liebe dich. Lass mich dich mehr lieben. Oder dann sagt halt einfach, gib mir Liebe. Apostel Johannes hat auch mal gesagt, gib mir viel mehr. Da hat ein anderer Apostel gesagt, was erlaubst du dir? Und der Herr hat gesagt, doch, es ist... Gott ist ja unausschöpfbar, oder? So kleine Stoßgebetchen kann man immer wieder machen. Wir haben heilige Kinder, heilige, sind auch heilig gesprochen. Lichtenegg, Maria Lichtenegg, Hermann Weins und ich weiß nicht, wie die alle heißen. In St. Gallen ist ja auch einer gewesen. Ein Junge. Die haben, warum sind die so schnell verliebt in Gott gewesen? Weil sie Stoßgebetchen gebetet haben. Immer wieder ein Stoßgebetchen.